Herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir werden heute zum Thema gläubiger Abtretung, Cessio Legis und Personenmehrheit kommen. Allerdings sind wir letzte Stunde mit dem Widerruf nicht fertig geworden. Daher müssen wir den zunächst noch abschließen. Bevor wir aber abschließen können, wollen wir noch ganz kurz wiederholen, ob möglicherweise noch etwas hängen geblieben ist von Dienstag, was sage und schreibe 2 Tage her ist. 2 Tage, nicht länger. Ja, schauen wir mal. Ein Widerruf nach 355 ist bei jeder Willenserklärung bis zum Zugang möglich. Warum stimmt das nicht? Was stimmt an dieser Aussage nicht? Ja? Es muss ein Widerrufsrecht eingeräumt sein. Was ist noch eine Voraussetzung vom Widerruf? Woran fehlt es bei dieser Aussage noch? Kann man jede Willenserklärung widerrufen? Ist das so? Was können Sie widerrufen nach dem BGB? Ja? Nur Verträge. Sie können nach 355 BGB ausschließlich Verträge widerrufen. Wenn jetzt hier steht, bei jeder Willenserklärung bis zum Zugang, auf welche Norm, die Sie auch kennen, spielt das an? Ja? 130, welcher Absatz? Ja, Absatz 1, Satz 2 BGB. Das ist der Widerruf von Willenserklärung nach BGB-AT. Und der Widerruf von Verträgen nach Schuldrecht ist was anderes. Ja? Also wir haben den Widerruf von Verträgen im Schuldrecht und den Widerruf von Willenserklärungen im BGB-AT. Zweitens, der Widerruf erfolgt durch eine Erklärung. Wo steht das, dass das so ist? Ja? So ist es. 355 Absatz 1 Satz 2 BGB. Der Widerruf führt zur rückwirkenden Nichtigkeit des Vertrages. Das stimmt nicht. Was führt zur rückwirkenden Nichtigkeit eines Vertrages? So ist es. Die Anfechtung nach 142.1 führt zur rückwirkenden Nichtigkeit des Vertrages. Wozu führt denn der Widerruf nach 355? Ja. Ja, führt er zur Unwirksamkeit des Vertrages. Was sagt uns das BGB dazu? Die Beteiligten sind nicht mehr an ihre Willenserklärung gebunden. Was ist der Unterschied zwischen dem sind nicht mehr gebunden und einer Nichtigkeit des Vertrages? Was heißt das? Sind nicht mehr gebunden. Was sagt Ihnen das so? In ganz laienhaftem Verständnis, intuitiv. Warum ist der Vertrag nicht nichtig? Ja? Ja. Sie sind nicht mehr gebunden, heißt, Sie sind nicht verpflichtet, noch was zu tun, aber natürlich dürfen Sie noch, wenn Sie wollen. Und die bereits erbrachten Leistungen haben einen Rechtsgrund, nämlich den Vertrag. Die ist nicht weggefallen oder irgendwas, sondern die Rückgabepflicht folgt ausschließlich aus 356, 357, die wir uns heute angucken werden.
Das heißt, der Widerruf ist ähnlich wie der Rücktritt, der verändert das Schuldverhältnis und man muss wieder Sachen zurückgeben, die man vorher bekommen hat. Der Vertrag ist aber nicht endgültig weg, er verändert sich nur. Der wird weggezaubert. Stellen Sie sich vor, das ist wie, wenn Sie eine Raupe haben und die wird zu einem Schmetterling. So müssen Sie sich das vorstellen. So, letzter Punkt. Der Widerruf muss schriftlich erklärt werden. Warum stimmt das nicht? Wo steht da was anderes? Ja? Ja. In der Tat, in 355 Absatz 1 Satz 2 steht nur drin durch Erklärung. Wenn Sie jetzt noch die Folgensätze hinzunehmen, sehen Sie, Sie brauchen keine Begründung und es muss der Wille klar zum Ausdruck kommen. Aber wie das passiert, ist völlig Ihnen überlassen. Das heißt, Sie müssen keinen Brief hinschicken, Sie können da auch Zeichensprache oder sonst was machen, solange es eindeutig ist. So. Schauen wir mal, was Sie zu diesem Fragenset sagen. Die erste Aussage ist richtig. Woher wissen Sie, dass nur Verbraucher ein Widerrufsrecht nach 312G BGB haben? Ja? Ja, in der Tat, 312G Absatz 1 sagt, dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht zu. Wir werden noch lernen dieses Semester, es gibt eine Regelung im BGB, nämlich beim Darlehensvertrag, wo jemandem ein Widerrufsrecht zusteht, der nicht Verbraucher ist, aber eben nicht nach 312G. 312G gilt nur für Verbraucher. Zweite Aussage, die Widerrufsgründe des allgemeinen Schuldrechts finden sich in 312G. Ja, denn 312G verweist auf die beiden anderen. Das heißt, in jeder Klausur fangen Sie an mit 355 und 355 sagt, Sie brauchen einen Widerrufsgrund. Die Widerrufsgründe finden Sie in 312G und 312G wiederum verweist auf 312B und C. Das heißt, die kommen dann wieder zurück. Ja, Ausschlussgründe für das Widerrufsrecht finden sich in 312 Absatz 2 folgende und 312G Absatz 2. Ja, Sie müssen in der Klausur auch immer beide Listen komplett durchgehen. Sie haben gesehen, das sind hohe Nummern, das geht bis 13, 14. Die müssen Sie also alle durchgehen, ob da nicht irgendeine Ausnahme greift. Und nur wenn keine greift, gibt es ein Widerrufsrecht. Letzter Punkt. Die Widerrufserklärung kann einem bloßen Zurücksenden der Ware liegen. Das klingt auf den ersten Blick so, als könnte das eine konkludente Widerrufserklärung sein. Ich schicke zurück und bringe damit zum Ausdruck, ich fühle mich an den Vertrag nicht gebunden. Aber diese Erklärung, ich schicke einfach nur zurück, ist nicht eindeutig, sagt man, weil zurückschicken kann auch heißen, reparier das mal. Oder zurückschicken kann auch heißen, ich bin vielleicht der falsche Empfänger. Das heißt, allein zurückschicken bedeutet aus Empfängersicht nicht eindeutig, dass ein Widerruf erklärt wird. Das erklärt sich vor allen Dingen daraus, dass Sie bis vor 2 Jahren ausdrücklich ein Rückgaberecht hatten und Rückgaberecht war schlichtes Zurücksenden. Der Gesetzgeber hat das abgeschafft, es gibt jetzt nur noch den Widerruf und der Widerruf geht nur nach 355 und im Umkehrschluss kann man sagen, das bloße Zurücksenden reicht nicht. Letzter Punkt, gucken wir uns das nochmal an.
Fangen wir mit der ersten Aussage an. Der Widerruf muss dem Vertragspartner innerhalb einer gesetzlichen Frist zugehen. Jetzt sagen Sie, ich habe die ganze Zeit gesagt, es muss eine Widerrufsfrist eingehalten werden. Warum stimmt diese Aussage nicht? Ja? So ist es. 355 Absatz 1 Satz 5 sagt, zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Das haben wir im BGB AT auch schon gesehen. Wenn Sie anfechten, genügt die rechtzeitige Absendung der Anfechtungserklärung. Wann die zugeht, ist egal. Das heißt, hier auch wieder absenden ist maßgeblich. Es muss nicht zugehen. Wenn also die Post eine Woche braucht, kann es sein, dass der Widerruf erst nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen zugeht. Poststreik, Sie erinnern sich, hatten wir letztes Jahr. Zweite Aussage, wird ein Vertrag widerrufen, sind die jeweiligen Leistungen zurückzugewähren? Ja, wo steht das? Ja? Ja, Paragraph 355 Absatz 3 Satz 1, das sollte Sie erinnern an den Rücktritt, den wir vorher hatten. Das ist genau diese Rechtsfolge. Sie müssen die Sachen zurückgeben, die Sie bekommen haben. Der einzige Unterschied und der entscheidende Unterschied zum Rücktritt ist, dass es grundsätzlich keine Wertersatzpflicht gibt. Wann es eine gibt, gucken wir uns gleich noch näher an. Das habe ich vor ungefähr 10 Minuten gesagt. 130 Absatz 1 Satz 2 BGB regelt den Widerruf von empfangsbedürftigen Willenserklärungen. Das ist der Widerruf nach BGB AT. Dafür brauchen Sie keine Verbraucher, dafür brauchen Sie keine Unternehmer und es geht sogar bei Willenserklärungen, die nicht vertragssinn, zum Beispiel bei einer Anfechtungserklärung. Wenn Sie eine Anfechtung per Brief erklären, können Sie vorher noch sagen, der Brief, den du gleich bekommen willst, soll nicht gelten, dann gilt die Anfechtung als widerrufen. Das geht also, obwohl es kein Vertrag ist, sondern eine Anfechtungserklärung. Letzter Punkt, die Widerrufserklärung muss den Widerrufsgrund erkennen lassen. Warum stimmt das nicht? Ja? Ja, die muss eindeutig hervorgehen und, ja, so ist es. Der Satz 4 ist der entscheidende, da steht nämlich drin, Sie brauchen keine Begründung. Das heißt, anders als bei der Anfechtung muss auch nicht beim Ansatz erkennbar sein, warum Sie jetzt vom Vertrag los wollen. Sie müssen also nicht sagen, gefällt mir nicht oder Fernabsatzvertrag. Sie sagen einfach, ich widerrufe und das war's. Warum kann Ihr Geheimnis bleiben? So, wo sind wir dran? Wir sind beim Thema Gläubiger und Montag kommt dann das Thema Schuldner. Bevor wir das aber machen können, der Abschluss zum Widerruf. Sie erinnern sich an dieses tolle Schema, was ich Ihnen am Dienstag gezeigt habe. Sie brauchen den Verbrauchervertrag, es darf keine Ausnahme vorliegen. Sie brauchen eine Widerrufserklärung, einen Widerrufsgrund. Das Recht darf nicht durch Ablauf der Frist erloschen sein. Und schließlich kommt dann die Rückabwicklung, die wir uns dann als nächsten Punkt ansehen. Wir haben Dienstag gesprochen über außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge. Das heißt über 312b BGB. Jetzt gucken wir uns an 312c BGB, die Fernabsatzverträge. Ein Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag, bei dem Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss, also beide, ausschließlich über Fernkommunikationsmittel erfolgen. Was ein Fernkommunikationsmittel ist, definiert das Gesetz auch nochmal in 312c Absatz 2. Wenn Sie den 312c sehen, wird vermutet, wenn ein Fernkommunikationsmittel angeboten wird, dass das aufgrund eines organisierten Systems geschieht. Die Idee dahinter ist, wenn Sie zufällig bei Ihrem Lieblingskiosk anrufen, es geht jemand ans Telefon und nimmt Ihre Bestellung entgegen, ist das kein Fernabsatzvertrag, weil Kioskbestellungen üblicherweise nicht per Telefon erfolgen.
Wenn Sie dagegen irgendwas in einem Online-Shop bestellen, ist das immer organisiert, weil dafür sind die ausgelegt. Also das Gesetz vermutet, dass es organisiert ist, aber der Unternehmer kann sagen, nein, ich nehme normalerweise keine Bestellungen per Telefon oder Internet an. Wenn er das tut, ist die Vermutung widerlegt. Ja? Einfach. Dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht. Es gibt wieder einen K. Und der K ist auf einer Geschäftsreise und da sieht er ein Spielwarengeschäft und denkt sich, ach, da kann ich doch was Schönes für meine Kinder kaufen. Und er geht in das Spielwarengeschäft rein und findet dort ein tolles Bauklotzset mit roten, grünen, gelben, blauen Klötzen. Und dieses Bauklotzset ist nicht nur bunt, sondern auch ökologisch wertvoll. Und kaum hat er den Laden betreten, dann trifft ihn auch der V und sagt, guck mal hier, das ist doch total öko und eine tolle Sache. Der K sagt, naja, ich bin jetzt hier auf Geschäftsreise, habe nur einen Anzug und einen Aktenkoffer dabei. Wenn ich jetzt eine Riesenkiste Bauklötze kaufe, ist ein bisschen unhandlich, kann ich leider nicht mitnehmen. Daraufhin sagt er, V, kein Problem, wir haben auch einen Online-Shop. Der K fährt nach Hause, überlegt es sich und bestellt dann genau diese Bauklötze im Online-Shop des V. Zahlt 60 Euro, sieht dann einen Tag später dasselbe Bauklotzset im Spielwarenladen um die Ecke für den halben Preis und möchte jetzt den Vertrag widerrufen. Schickt also eine E-Mail an V und sagt, ich möchte den Vertrag nichts mehr zu tun haben. Frage, hat V gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 60 Euro aus 433 Absatz 2? Was setzt ein solcher Anspruch voraus? Ja? Haben wir einen wirksamen Kaufvertrag? Ja, wir haben einen wirksamen Kaufvertrag. Aber was könnte mit dem Anspruch passiert sein? Welche dramatische Entwicklung könnte dieser Anspruch genommen haben? Ja? Ja, welcher Absatz, welcher Satz? Ja, der Anspruch könnte untergegangen sein nach 355 Absatz 1 Satz 1, weil die Parteien an ihre Erklärung nicht mehr gebunden sind und dadurch den Vertrag nicht mehr erfüllen müssen. Was setzt 355 Absatz 1 Satz 1 voraus? Ja? Ja? Der K müsste Verbraucher sein. Wer ist Verbraucher? Wo steht das? Ja? Paragraph 13. Und was würden die sagen? Warum? Ja, in der Tat, der K ist ein Mensch und er schließt das Geschäft nicht für seine berufliche Tätigkeit ab, sondern er will ein Mitbringsel für seine Kinder kaufen. Das heißt, er handelt zu privaten Zwecken. Der V wiederum ist Unternehmer, der macht das Ganze für Geld. Also haben wir einen Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher. Was muss das für ein Vertrag noch sein? Das wissen wir auch aus 312 Absatz 1. Ja. Ein entgeltlicher Vertrag. Ist das hier ein entgeltlicher Vertrag zwischen V und K? Ja. Warum? Was ist das Entgelt? Ja. Der Kaufpreis von 60 Euro ist das Entgelt. Gut, soweit so gut. Also Sie haben gesehen, die Voraussetzungen von 312 Absatz 1 liegen vor. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch?
Was brauchen wir denn hier? Ja? Ja, wir brauchen einen Widerrufsgrund nach 312 G Absatz 1 BGB. Ja, wie sieht es denn damit aus? Haben wir hier einen Widerrufsgrund nach 312 G Absatz 1? Ja. So ist es. Wir müssen also jetzt gucken, 312c Absatz 1 BGB, liegen die Voraussetzungen eines Fernabsatzvertrages vor? Was setzt ein Fernabsatzvertrag voraus? Dass der Vertrag unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln geschlossen worden ist. Reicht das? Ja? Ja, sowohl die Vertragsverhandlungen als auch der Vertragsschluss müssen ausschließlich durch Fernkommunikationsmittel erfolgt sein. Jetzt die Frage, ist das hier der Fall? Ja. Ich würde jetzt sagen, dass das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen ja nur besteht, weil man Waren nicht vorher anruft. Sprich, man hat dann zwei Wochen Zeit, um sich das anzuschauen und kann ihn dann immer noch zurückschicken. Wenn man dann aber vorher im Laden sich schon mal das angeguckt hat, dann hat man das ja quasi schon gesehen und dann würde es ja keinen Sinn machen, dem Gläubiger immer noch dieses Recht des Widerrufs einzuräumen. Da die auch vorher sich in dem Laden darüber unterhalten haben, würde ich sagen, dass der Fernabsatzvertrag okay, ja. Ich würde dagegen halten, dass er ja aus dem Verkaufsgespräch im Laden noch keinerlei Verpflichtung oder ja, irgendwie gezeigt hat, dass er auf jeden Fall dieses Bauprojekt kaufen wird. Das hat sich ja daraus noch nicht ergeben, dass es unbedingt geschehen wird und deshalb kann man es nicht dafür voraussetzen. Ja. Ja. Der Wortlaut von 312c sagt ja ausschließlich Fernkommunikationsmittel zu Vertragsverhandlungen. Und wenn man sich jetzt 310 anguckt, dann beginnen die Vertragsverhandlungen eigentlich in dem Moment, wo er den Laden betritt und mit dem V hier redet und wir denen das empfiehlt. Also die Vertragsverhandlungen beginnen bereits dort. Bis zum Vertragsabschluss kommt, ist da ja noch unklar, weil hier ist das Ausschließlichkeitskriterium von 312c meiner Ansicht nach nicht erfüllt. Mhm. Ja. Ja, also Sie haben gesehen, es geht im Kern erstmal um dieses Merkmal, was sind denn überhaupt Vertragsverhandlungen? Und wenn wir uns angucken, wo taucht dieses Wort mit Verhandlungen schon mal auf? Ja, in 312 Absatz 2 Nummer 1. Sagen wir mal, dieser V wäre gar nicht im Laden gewesen. Der hätte zwar da reingehen können und sich alle Regale angucken, den Klotz in die Hand nehmen, sich angucken. Würden die dann sagen, dass Vertragsverhandlungen vorliegen?
im Sinne von 312 Absatz 2 Nummer 1. Also das ist ein Selbstbedienungsspielzeugladen mit vielen Regalen. Und dann geht ihr da hin und guckt die Kiste an, macht die auf, nimmt den Klotz, guckt den an, tut ihn wieder rein. Sind das Vertragsverhandlungen? Ja, das BGB differenziert zwischen der Anbahnung des Vertrages und den Verhandlungen. Das heißt, das bloße Angucken kann nicht reichen für Verhandlungen. Es muss also ein Mehr sein. Interessanterweise in diesem Fall haben wir aber ein Mehr. Der hat ja was gesagt. Frage, sind das hier schon Verhandlungen oder ist das wie eine Fernsehwerbung, dass man sagt, ja, hätte auch ein Schild dran machen können oder so ein Fernseher, wo dann halt so ein Spot läuft, dann wäre das auch genauso die gleiche Leistung gewesen. Was würden Sie sagen? Sind das hier Verhandlungen, wenn der Verkäufer sagt, oh, gucken Sie mal, wie bunt und die sind übrigens auch öko? Ja? Der Absatz vorher. Oder der Satz vorher. Ja, was würden Sie sagen, gilt für abgebrochene Vertragsverhandlungen? Wenn die sich schon fast einig gewesen wären und dann sagt er, ach doch nicht, fährt nach Hause und schickt ihm dann nochmal eine E-Mail und sagt, ach doch. Würden Sie sagen, das fällt dann noch unter 312c? Die abgebrochenen Verhandlungen, wo dann nochmal eine E-Mail kommt am Ende? Ja. Was wäre die Folge, wenn wir sagen würden, der Abbruch genügt, um sozusagen zu sagen, da sind die Verhandlungen halt weg und dann wird mal neu angefangen, dann wird auch alles auf Null gesetzt. Ja. Und der Sinn der Zweck der Verbraucherschutzsachen ist ja auch, dass der Verbraucher geschützt wird, dass er sich nicht verkauft. Er hat es ja schon gesehen. Ja, aber das Problem mit dem Gesehen ist halt, dass das Gesetz eben nicht sagt, die Anbahnung reicht, sondern ich muss schon Verhandlungen gehabt haben. Das heißt, in gewisser Weise, das Sehen wird nicht reichen. Es muss schon ein Mehr sein als bloßes Sehen. Ja, das Problem deutlich zu machen nochmal, wenn Sie Verhandlungen geführt haben und danach den Vertrag schließen, spielt es keine Rolle, ob Sie abgebrochen haben und danach nochmal neu angesetzt haben. Allein das Führen der Verhandlungen sichert schon, dass der Unternehmer sich nicht mit einem Video auseinandersetzen muss, weil Sie hätten das mit dem vor Ort ausdiskutieren können. Es geht hier weniger um die Erprobungsmöglichkeit, als vielmehr um die Möglichkeit, dass Sie mit dem selber irgendwas vereinbaren und sagen, ich nehme es mal mit und gucke es mir zu Hause an. Das hätten Sie da vereinbaren können in dem Bewerbungsgespräch. Das Problem hier in diesem Fall ist nur, dass es ein recht einseitiges Gespräch war. Es war eher ein Monolog, steht hier, weil der V-Preis empfiehlt das wegen der bunten und umweltfreundlichen Lackierung. Dass da irgendwas Inhaltliches diskutiert worden ist, über Qualität oder Preis oder nehmen Sie lieber das statt das, das steht da nicht. Allein dadurch, dass der Werbeaussagen trifft, die man auch auf der Verpackung nachlesen könnte im Zweifel, führt er keine Verhandlungen. Verhandlungen setzen voraus einen Austausch von Erklärungen. Der eine muss A sagen und der andere muss sagen, ja, vielleicht oder ich hätte lieber B oder irgendwas muss der sagen. Aber ein Monolog, so wie hier in der Vorlesung, reicht nicht. Also wenn ich Ihnen irgendwas erzähle, schließen wir keinen Vertrag. Sie müssen auch was dazu sagen. Also Vertragsverhandlungen sind immer beidseitig. Die einseitige Erklärung reicht nicht. Damit hatten wir hier keine Vertragsverhandlungen in den Geschäftsräumen, sondern nur eine Werbung in den Geschäftsräumen. Und was ist die Folge dann? Ja? Ja, wir haben weder Verhandlungen noch Vertragsschluss ohne elektronische Medien. Das heißt, sowohl die Verhandlungen als auch der Vertragsschluss erfolgten unter Einsatz von Fernkommunikationsmitteln. Und damit besteht hier ein Widerrufsrecht. Allein der Umstand, dass ich es im Laden in die Hand nehmen konnte, reicht nicht. Wir brauchen konkrete Verhandlungen.
Dass das so sein muss, können Sie auch daran sehen, das ist ja eine Gattungsschuld. Der kriegt ja nicht genau die Steine, die er in der Hand gehabt hat. Er kriegt ja irgendwelche anderen Steine aus dieser Art. Das heißt, ob die wirklich gut oder schlecht sind, kann er gar nicht wissen. Das heißt, alleine durch das Auseinanderfallen von Empfänger und Absender riskiert er ja, dass er was anderes kriegt. Mittlere Art und Güte, aber eben das untere Limit. Und er hat das obere Limit in der Hand gehabt. Ich habe für Sie noch einen Fall, um Ihnen das zu zeigen, was es da alles Tolles im Internet gibt. Es gibt den K. Und der K ist Profi-Computerspieler. Und der K bestellt bei V einen Computer. Und dieser Computer wird maßgefertigt insoweit, als man sagen kann, ich hätte gerne so und so viel Gigabyte Arbeitsspeicher, ich hätte gerne den Prozessor, ich hätte gerne die Festplatte, ich hätte gerne die Grafikkarte, das stylische Gehäuse. Und das kombiniert er alles und schraubt das dann zusammen. Also ein Computer nach Maß. Und jetzt wird der PC von den Mitarbeitern brav zusammengebaut und an K verschickt. Zwischenzeitlich hat der K aber in einem anderen Online-Shop ein besseres Angebot gesehen und schickt per E-Mail an V, ich widerrufe den Kaufvertrag über meinen maßgeschneiderten PC. Und auch hier fragt sich unser V wieder, habe ich einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung? Und bemerkenswerterweise ist die Anspruchsgrundlage hier mal nicht 433.2, sondern hier steht 651 Satz 1 in Verbindung mit 433 Absatz 2. Das habe ich mal gemacht, um Sie ein wenig zu verwirren. Jetzt gucken wir, was steht in 651. Da mache ich es extra, um Sie zu verwirren. Sehen Sie, so viel Mühe mache ich mir hier. Kam letztes Jahr in der Klausur dran, 651. Jetzt gehen die ersten schon, sehen Sie? Wie ich gesagt habe, es kam letztes Jahr in der Klausur dran, dann war es das. So, was sagt 651? Warum brauchen wir den hier? Ja? So ist es. Grundsätzlich, sagt der Kaufvertrag, muss es die Sache, die Sie verkaufen, schon geben zu der Zeit, als Sie den Vertrag schließen. Wenn Sie versprechen, ich mache dir diese Sache, ist das grundsätzlich kein Kaufvertrag, weil Sie versprechen eine Sache, die es noch gar nicht gibt. Deshalb sagt 651, können Sie auch versprechen, ich baue dir eine Sache, ich stelle dir eine Sache her und diese Sache können Sie danach 433 übertragen. Das heißt, Sie haben nicht nur die Pflicht zur Übergabe und zur Beeignung, sondern Sie haben auch die Pflicht, diese Sache herzustellen. Vom Ergebnis her ändert das aber nichts, denn da steht nämlich nur einfach drin, es gilt Kaufrecht, das heißt, Sie prüfen da ganz normal weiter 433. Sie müssen nur den 651 finden. So, aber zurück zu unserem Fall. Wie sieht das aus? Hat er einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus 651 Satz 1? 433.2. Ja? Ist es. Also, Anspruch ist entstanden, weil es einen wirksamen Werklieferungsvertrag gibt. Anspruch könnte untergegangen sein nach 355 Absatz 1 Satz 1, setzt voraus einen entgeltlichen Verbrauchervertrag, haben wir, der muss Geld dafür bezahlen, er kauft für private Zwecke und der Verkäufer ist Unternehmer.
Dann brauchen wir einen Widerrufsgrund. Widerrufsgrund ergibt sich aus 312g, der sagt, entweder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag, haben wir nicht, oder Fernabsatzvertrag, 312c, den haben wir hier. Der Vertrag wird im Online-Shop geschlossen, das heißt ausschließlich per Internet, das heißt, das liegt vor. Allerdings könnte eine Ausnahme eingreifen nach 312g Absatz 2 Nummer 1 BGB. Frage: Liegen die Voraussetzungen dieser Ausnahme vor? Ja? Ja, also der Kollege sagt, der Gegenstand ist nicht speziell auf den K zugeschnitten, weil es alles Standardbauteile sind und der V den Computer theoretisch wieder auseinanderbauen kann. Ja? Also, wir haben jetzt zwei Ansichten gehört. Der eine sagt, wieso kann man auch wieder auseinanderbauen, sind alles Standardteile. Entweder der verkauft die einzeln oder der baut halt einen neuen Computer für jemand anderen. Der kann die immer wieder verwenden. Wo ist denn da das Problem? Und der andere sagt, naja, das Gesetz sagt ja nur nach seinen Vorgaben hergestellt und dieser Computer entspricht jetzt nun mal genau seinen individuellen Vorgaben und da hat er doch Pech gehabt. Subsumieren wir unter das Gesetz und was ist die richtige Ansicht? Meinen Sie? Was kommt raus? Ja? Sie sagen selber schuld. Ja, also der hat den Computer als Ganzes gekauft und nicht die einzelnen Teile. Ja. Okay, ja. Ja, also ich kann Ihnen sagen, Sie können beide Ansichten ganz problemlos vertreten in diesem Fall. Wenn Sie der Erstansicht folgen, müssen Sie in der Tat sagen, naja, die Norm zielt ja eigentlich darauf ab, Sie haben einen Pullover sich stricken lassen, genau zu Ihren Maßen, den kann man nicht wieder aufriffeln, das wäre viel zu viel Arbeit. Oder Sie haben sich speziell Sushi nach Ihrem Lieblingsrezept herstellen lassen, die kann man nicht wieder ausrollen und den Fisch woanders reinpacken. Aber hier kann man im Grunde jeden einzelnen Teil dieses PCs wieder separat verwerten, weil es einfach wie so Lego ist, wenn ich drei Lego-Teile zusammen mache und wieder auseinander mache, das macht die nicht besser oder schlechter. Die Gegenansicht sagt, darauf stellt das Gesetz aber dummerweise nicht ab. Das Gesetz ist so formuliert, dass es sagt, in dem Moment, wo die Ergebnisleistung, Gesamt-PC, so rauskommt, wie ich sie haben will, ist das mein Problem. Weil, dafür spricht auch, der Verkäufer kann die Teile ja nicht mehr als ungebraucht Original verkaufen, sondern der muss jemanden finden, der die in einem eigenen Computer einbauen lassen will. Wenn aber keiner genau diese Teile haben will, würde der Verkäufer darauf sitzen bleiben. Und dieses Ergebnis kann auch problematisch für den sein. Wie gesagt, Sie können beide Ansichten vertreten. Der BGH hat früher mal die Ansicht vertreten, kann man wieder auseinanderschrauben.
Jetzt hat der BGH aber nichts mehr zu sagen, weil die aktuelle Fassung basiert umfassend auf Europarecht. Und wenn der BGH das so sehen würde, müsste es dem EuGH vorliegen. Und bis der EuGH das entschieden hat, haben Sie alle Examen. Das heißt, Sie können bis zum Examen raten, was daraus kommt. Ja? Also Sie können jede Ansicht vertreten, Sie müssen nur ein bisschen Gründe angeben und schon haben Sie gewonnen. Es gibt keine richtige Ansicht, bis der EuGH entschieden hat. So lange haben Sie noch Zeit. Und dann müssen Sie wissen, was der EuGH gesagt hat. So. Wann erlischt das Widerrufsrecht? Ganz einfach, wenn die Frist abgelaufen ist. Es gibt aber besondere Regelungen für Dienstleistungen. Wenn jemand bei Ihnen arbeitet, erlischt das Widerrufsrecht bereits dann, wenn er die Dienstleistung erbracht hat, soweit er Sie darauf hingewiesen hat, dass Sie durch den Beginn der Dienstleistung Ihr Widerrufsrecht verlieren und Sie gesagt haben, das ist mir egal. Dann gibt es kein Widerrufsrecht mehr, sagt 357. Bei digitalen Inhalten, das heißt, wenn Sie Sachen aus dem Internet runterladen, oder früher war das ganz in, das Jamba-Abo, wo Sie Klingeltöne und lustige Figuren kriegen für Ihr Handy. Wenn Sie das haben, dann genügt es, wenn Sie bestätigen, ich weiß, ich habe ein Widerrufsrecht und mit dem Beginn der Übermittlung erlischt das. Das heißt, wenn Sie eine App runterladen, verzichten Sie auf Ihr Widerrufsrecht. Sobald das Ding auf Ihrem Handy anfängt runterzuladen, war es das. Allerdings kann natürlich dann der Anbieter Ihnen ein freiwilliges Widerrufsrecht einräumen. Das ist aber in seinem Ermessen. Das geht dann nicht mehr zwingend nach den BGB-Vorschriften. Letztlich ist die Frage, können Sie auch erklären, ich will nicht widerrufen? Und da sagt die herrschende Meinung, Sie können auch anrufen und sagen, das ist so toll, das werde ich nie zurückschicken. Dann wäre das Zurückschicken nach 144 BGB unbeachtlich. 144 BGB sagt, wenn Sie wissen, dass Sie anfechten können und sagen, ich werde nicht anfechten, ist das Anfechtungsrecht weg. Und das wird hier analog angewandt. Wenn Sie wissen, Sie könnten widerrufen und nach der Möglichkeit zum Widerruf anrufen und Ihnen mitteilen, ich verzichte auf mein Widerrufsrecht, ist das auch okay. Dann dürfen Sie danach nicht mehr widerrufen. Dann haben Sie wirksam verzichtet. Die Widerrufsfrist beginnt grundsätzlich bereits mit dem Vertragsschluss. Das heißt, in dem Moment, wo Sie die Annahme irgendeines Antrags haben, wo also Angebot und Annahme sich decken, in der Sekunde entsteht das Widerrufsrecht. Das Schöne ist, der Grundsatz spielt in Klausuren eigentlich nie eine Rolle, weil wir haben eine besondere Regelung in 356 Absatz 2 Nummer 1 für Kaufverträge. Denn bei Kaufverträgen ist maßgeblich, wann Sie die Ware bekommen. Das heißt nicht, wann Sie den Vertrag geschlossen haben, sondern wann Sie die Kaufsache übergeben bekommen haben. Erst dann, wenn Sie die prüfen können, beginnt Ihr Widerrufsrecht, Ihre Widerrufsfrist. Dann laufen also die 14 Tage. Was anderes gilt wiederum dann, wenn Sie Downloads haben. Wenn Sie einen Download haben und Ihr Widerrufsrecht nicht ausgeschlossen ist, weil Sie nicht darauf verzichtet haben, dann beginnt die Frist mit Vertragsschluss, nicht erst dann, wenn der Download begonnen hat. Dasselbe gilt auch für Wasser, Gas, Strom und Fernwärme. Also sobald Sie den Vertrag mit den Stadtwerken geschlossen haben, müssen Sie mit dem Widerruf rechnen. Egal, ob Sie Strom aus der Steckdose ziehen oder nicht. Das ist jetzt nicht der Hammer. Merken Sie sich diesen Punkt. Im Kaufvertrag kommt es nicht auf den Vertragsschluss an, sondern auf die Übergabe der Ware. Und wenn die Ware in mehreren Lieferungen erfolgt, dann kommt auf die letzte Lieferung an. Das klingt auf den ersten Blick ganz einfach. Das bringt uns aber zu dem Problem, wenn da steht, bei einer einheitlichen Bestellung die letzte Lieferung. Was ist denn dann eine einheitliche Bestellung? Wer schon mal bei Amazon Weihnachtsgeschenke bestellt hat für Freunde und Familie, da kann man so alles bestellen, sag mal, für ein Buch für den einen, und ein, was ich, Blu-ray-Player für den anderen und eine Playstation und ein Plasmafernseher und ein Fahrrad und
eine Unterhose und ein paar Socken, das bestellen sie alles. Und es kann sein, dass manche Sachen nicht auf Lager sind, dann kriegen sie erstmal ein Paket mit dem ersten Teil der Lieferung, dann kommt noch ein Paket mit noch einem Teil, dann kommt noch ein Paket mit noch einem Teil, das dauert dann halt so. Dann stellt sich die Frage, beginnt die Widerrufsfrist erst dann, wenn das letzte Paket aus der Bestellung angekommen ist, oder kommt es auf jeden einzelnen Gegenstand an? Um Ihnen das zu zeigen, die eine Meinung sagt, es kommt nur darauf an, wurden die Verträge gleichzeitig geschlossen. Sie haben 10 Kaufverträge geschlossen, im Sinne von ein Buch, eine Unterhose, ein Plasmafernseher, eine Playstation, ein Fahrrad und ein paar Socken. Oder Meinung 2 sagt, gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen den Waren? Wenn Sie also ein Fahrrad und eine Luftpumpe bestellen, wäre das eine einheitliche Bestellung. Wenn Sie 10 Teller und 10 Tassen bestellen, wäre das eine einheitliche Bestellung. Wenn Sie dagegen 10 Tassen und ein Fahrrad bestellen, wäre das keine einheitliche Bestimmung, weil Fahrrad und Tasse hat nichts gemeinsam. Ja? Man müsste also gucken, hat das was miteinander zu tun, dann ist es eine einheitliche Bestellung. Hat es nicht miteinander zu tun, sind das 2 Bestellungen. Einverstanden? Und das kann man noch schwieriger machen. Denn es kann ja sein, dass Sie zum Beispiel Jongleur sind. Sie fahren auf einem Fahrrad und jonglieren mit Tassen. Dann sagen Sie, für mich ist das ja dasselbe. Ich brauche sowohl Fahrrad als auch Tassen, um meinem Hobby nachzugehen. Jonglieren mit Tassen auf einem Fahrrad. Dann sagt man, auch das ist ein gemeinsamer Zweck. Oder kommt es darauf an, was objektiv sinnvoll ist, würde der Durchschnittsmensch auf die Idee kommen, dass Fahrräder und Kaffeetassen was miteinander zu tun haben? Nein, also fehlt der Zusammenhang, also ist es nicht eine Bestellung. Hat jetzt keiner verstanden, oder? Ja, aber man bestellt ja eigentlich bei einem Anbieter, dass man alles auch gemeinsam wieder zurückschicken kann. Ist das so? Also stellen Sie sich vor, Sie bestellen bei Amazon ein Buch, eine DVD, einen Blu-ray-Player, eine Playstation und 10 Kaffeetassen. Und die stellen fest, die Kaffeetassen haben aber eine eklige Farbe. Würden Sie dann sagen, jetzt schicken Sie auch den Blu-ray-Player und das Buch und die DVD zurück? Warum? Warum sollten Sie das tun? Da haben Sie ja gar nichts von. Naja, also Sie sehen, es gibt einen guten Grund für die erste Ansicht, weil es kann ja sein, dass Sie sich Portokosten sparen wollen und möglichst alles in einem Paket zurückschicken wollen oder sowas. Dann folgen Sie der ersten Ansicht. Die erste Ansicht führt dazu, es kommt darauf an, wann das letzte Teil kommt. Wenn das letzte Teil der Kaugummi für 50 Cent ist und vorher Ihre Plasmafernseher, Autos, Blu-ray-Player und alles Mögliche gekommen sind, dann kommt es auf die Lieferung des Kaugummis an. Bis der Kaugummi geliefert worden ist, läuft keine Widerrufsfrist. Ich betone das nochmal. Die Widerrufsfrist liefert dann erst, wenn der letzte Kaugummi bei Ihnen angekommen ist. Solange können Sie die Sachen also bei sich stehen lassen und Party machen. Ja. Und man hat die alle zusammen bestellt. Und diese Sache, die jetzt angenommen einen weiteren Preisdaten hat, kommt zum Schluss. Ja. Das Widerrufsrecht ab der letzten Sache, die man zurückschicken könnte? Es kommt nur auf die letzte Sache an, wie man zurückschicken dürfte. Also wenn es da um Bier geht, wenn Sie mal gucken, in diesem Auslaufkatalog steht da drin alkoholische Getränke. Ja, also wenn Sie als letztes die Kiste mit Bier bekommen, dann haben Sie kein Widerrufsrecht bezüglich des Biers. Das heißt, es kommt aus allem, was vorher gekommen ist. Dann ist das Bier egal. Also in der Tat, wenn die letzte Sache eine ist, für die Sie kein Widerrufsrecht hätten, verlängert die Frist nicht. Es kommt also nur an auf Sachen, für die Sie auch ein Widerrufsrecht hätten. Auch das müssten Sie dann überlegen. Das wäre das nächste Problem. Sie muten dem armen Verbraucher zu, dass er das versteht. Stellen Sie sich vor, gucken Sie mal mittags, sagen wir Alexander Holt, und gucken sich die Leute an,
die da als Angeklagte auftreten und fragen sich, ob die wissen würden, wann sie ein Widerrufsrecht haben und wann nicht. Das müssen sie sich fragen. So. So viel zum Thema Voraussetzungen des Widerrufs. Jetzt gucken wir uns die Folgen des Widerrufs an. Und wir fangen an ganz am Ende und sehen zunächst mal 361. 361 ist eine wichtige Norm, das sieht man dir nicht an, aber die sagt, der Unternehmer hat keine Ansprüche gegen den Verbraucher, die hier nicht geregelt sind. Das heißt insbesondere, der Unternehmer kriegt keinen Wertersatz nach 346 Absatz 2, keine schuldhaft nicht gezogene Nutzungen oder gezogene Nutzungen, all das kriegt er nicht. Der kriegt sozusagen nur das, was in 355 folgende steht. Und das ist auch der einzige Grund, warum es dieses Widerrufsrecht überhaupt als eigenes Recht gibt, denn sonst hätte man auch sagen können, der Verbraucher hat ein Rücktrittsrecht. Weil der Verbraucher soll hierdurch geschützt werden, der hat viel weniger zurückzugeben. Das heißt, wenn Sie widerrufen, ist das besser, als wenn Sie zurücktreten. Wenn Sie also etwas bekommen, was kaputt ist, könnten Sie theoretisch auch zurücktreten. Aber der Widerruf ist für Sie besser. Warum? Gucken wir es gleich an. Der zweite Absatz sagt Ihnen, alles, was hier steht, ist zwingend. Sie können also im Vertrag den Verbraucher besser stellen und sagen, ich verzichte zum Beispiel auf die Rücksendekosten. Der Verbraucher muss nach geltendem Recht die Rücksendekosten zahlen. Die Kosten des Versands zu ihm trägt der Unternehmer. Also wenn Amazon Ihnen was schickt, zahlen die den Versand zu Ihnen und Sie zahlen den Rückversand zu Amazon. So ist die Regelung. Die können aber freiwillig sagen, wir übernehmen auch die Rücksendekosten. Das ist deren Entscheidung. Besser stellen darf man sie, nur nicht schlechter stellen. So, die beiden entscheidenden Rechtsfolgen haben wir schon in mehreren Fällen gesehen. 355 Absatz 1 hat einfach zur Folge, der Anspruch geht unter. Das ist das, was wir eben immer geprüft haben, Anspruch untergegangen. Und Absatz 3 Satz 1 hatten wir auch schon, wenn schon gezahlt worden ist, ist unverzüglich zurückzugewähren. Was heißt unverzüglich? Ohne schuldhaftes Zögern. Und wo steht das? Ja. So ist es. Bei 121 bei der Frist für die Anfechtung. Die zweite wichtige Aussage, außer unverzüglich, das heißt so schnell, wie ein vernünftiger Mensch das machen würde, ist der Satz 4, der sagt, der Unternehmer trägt beim Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Ware. Das bedeutet Folgendes. Sie geben Ihren Plasmafernseher dem DHL-Mann, der den zurückbringen soll nach Amazon. Und der DHL-Mann fährt mit seinem schönen Transportwagen gegen eine Mauer. Und der Fernseher ist Schrott. Dann sagt Amazon, wir haben keinen Fernseher zurückbekommen, du kriegst kein Geld. Damit hätten die Unrecht. Weil Amazon trägt das Risiko, wenn Sie den Fernseher ordnungsgemäß abgegeben haben bei der Post oder bei UPS oder sonst jemandem, dass der Fernseher bei denen ankommt. Alles, was auf dem Weg passiert, ist Amazons Problem. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Brief zurückschickt, muss man den dann einschreiben? Nein, nein, müssen Sie nicht. Das Einschreiben hat für Sie nur den Vorteil, dass Sie beweisen können, dass der Brief auf den Weg gebracht worden ist, aber es gibt keine Pflicht, das zu machen, das ist auch nicht sicherer. Sie müssen auch keine Versicherung für das Paket abschließen. Das, was die manchmal wollen, dass sie sagen, da ist ein iPhone drin, bitte machen Sie eine Versicherung für das Paket. Wenn es verloren geht, kriegt dann Apple Geld von der Post. Auch das müssen Sie nicht machen. Wenn Sie also versicherten Versand wollten, müsste Apple Ihnen das bezahlen. Wenn Sie es nicht machen, tragen wir das Risiko, dass das iPhone verschwindet, weil der Postbote ein neues iPhone für seine Kinder brauchte. Das sagt Ihnen 355. Allen klar, was 355 ist? Absatz 1 wichtig, untergegangen. Absatz 3 wichtig, Rückzahlung. Wir hatten das auch schon bei 326. Absatz 1 untergegangen, Absatz 4 Rückgewähr. Die nächste Norm, die Sie kennen müssen, ist 357. 357 konkretisiert nämlich
diesen Absatz 3. Das heißt, das wird konkretisiert durch das. Und er sagt nämlich, Sie haben genau 14 Tage. Innerhalb von 14 Tagen müssen die Sachen zurück bei Amazon sein und Sie müssen Ihr Geld zurückhaben. Das heißt, 14 Tage Widerruf und 14 Tage Rückabwicklung. Allerdings sagt das Gesetz, Sie kriegen nicht nur den Kaufpreis zurück, Sie kriegen sogar die Versandkosten zurück. Sie kriegen also das, was Sie für die Sendung zu Ihnen bezahlt haben, kriegen Sie zurückgezahlt vom Verkäufer. Auch wenn er das Geld nie bekommen hat, kriegen Sie das von dem zurückgezahlt. Das heißt, für den Verkäufer ist die ganze Sache ein Verlustgeschäft. Dann geht das Gesetz noch weiter und sagt, wenn Sie bar gezahlt haben, kriegen Sie auch Bargeld zurück. Wenn Sie mit Kreditkarte gezahlt haben, kriegen Sie das Geld auf Kreditkarte zurück. Wenn Sie überwiesen haben, kriegen Sie das Geld zurück überwiesen. Was anderes gilt nicht, wenn was anderes ausdrücklich vereinbart worden ist im Vertrag und der Verbraucher hierdurch keine Kosten tragen muss. Das sind typischerweise Kreditkartengebühren. Das heißt, man darf Ihnen keine Zahlung machen, die Sie was kosten würde. Und für Klausuren ganz besonders wichtig, Absatz 4, der Unternehmer muss erst dann das Geld zurückzahlen, wenn er die Ware zurückerhalten hat oder Sie ihm nachweisen, dass Sie die Waren abgeschickt haben. Das heißt, Sie nehmen die Quittung von der Post und sagen, ich habe ein Paket geschickt und erst dann muss er das Geld an Sie überweisen. Solange Sie dem nicht sagen, ich habe das Geld, Paket zurückgeschickt, kriegen Sie kein Geld. Ja, aber 445 gilt ja nur dann, wenn der Kaufvertrag noch besteht. Da der Kaufvertrag aber hier verändert worden ist, ist das hier die Vorrangregelung. Das ersetzt den 445, das heißt, die Regelung zu den Kosten wird verdrängt durch den besonderen Paragraphen 357, der ist Lex Specialis zu allem, was im Kaufrecht steht. Sie können auch, statt die Ware zur Post zu bringen, mit dem Unternehmer vereinbaren, dass er die Ware abholt. Das macht zum Beispiel Apple. Also wenn Sie viel Geld haben und sich ein iPhone kaufen, ja, sowas, das holen die bei Ihnen zu Hause ab. Dann kommt der Chef von Apple, Tim Cook, und sagt, hi, und dann nimmt er Ihnen das weg. Ja, eigentlich kommt der UPS-Mann, aber so. Traurig für Sie als Verbraucher ist nur der Absatz 6. Früher, als ich noch jung war, gab es eine brillante Methode, wenn Sie eine Party machen wollten. Zum Beispiel ein Public Viewing mit all Ihren Freunden, die Sie überhaupt aus der Schule noch hatten, von irgendeinem Fußballspiel. Dann würden Sie nämlich nach Amazon gehen, den teuersten Beamer bestellen, den die da haben, sagen wir irgendeinen für 8.000 bis 10.000 Euro, lassen sich den liefern, gucken sich ein Wochenende lang auf Großleinwand, die Sie auch gleich mitbestellt haben, das Fußballmatch an, dann packen Sie es alles schön brav wieder ein und schicken das zurück. Und nach altem Recht war es so, dass Amazon sowohl die Hinsendekosten zu Ihnen als auch die Rücksendekosten zu Amazon tragen musste. Das heißt, wenn Sie irgendwie Fernseher, Videospiele, Leinwände oder Beamer brauchten, konnten Sie die kaufen und dann widerrufen und zurückschicken. Der Gesetzgeber hat das insoweit geändert, als Sie ab sofort, seit 2014, die Rücksendekosten wenigstens tragen müssen. Das heißt, die Hinsendekosten zu Ihnen zahlt Amazon, aber die Rücksendekosten zu Amazon müssen Sie tragen. Die gute Nachricht ist, bei Amazon ist das nicht so, da zahlen die auch die Rücksendekosten. Also, da können Sie nur noch abziehen. Ich kann Ihnen darauf hinweisen, wenn Sie es oft genug machen, werden Sie irgendwann als Kunde gesperrt. Aber für die nächste Party ist also vorgesorgt, das können Sie legal machen. Das ist keine Straftat, das ist keine Ordnungswidrigkeit, das ist keine Vertragspflichtverletzung, das ist nicht sittenwidrig, das ist völlig im Gesetz so vorgesehen. Also legale Leihe von Hightech-Geräten. Einen kleinen Haken möchte ich Ihnen aber schon noch sagen. Der Haken ist nämlich 357 Absatz 7.
Der Verbraucher hat Wertersatz zu leisten für einen Wertverlust, wenn, und jetzt kommt das Wichtige, der Wertverlust auf einen Umgang mit den Waren zurückzuführen ist, der zur Prüfung der Beschaffenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise nicht notwendig war. Das bedeutet, wenn auf Ihrer Party jemand hingeht und nimmt seinen Cocktail und kippt ihn in den Beamer rein, ist das ziemlich schlecht für Sie. Weil dann war es das mit dem Widerrufsrecht. Dann können Sie zwar widerrufen, müssen aber den Wert des Beamers ersetzen, was im Zweifel kein gutes Geschäft sein wird. Ja? Also, diese Nummer funktioniert so lange, wie Sie Ihren Freunden vertrauen können, dass Sie die Dinger nicht kaputt machen. Also die Riesenboxen und den Beamer und die Leinwand, da sollen Ihre Freunde bloß nichts gegen machen. Weil sonst haben Sie die Kosten am Hals. Nummer zwei ist eine kumulative Voraussetzung. Wenn der Verkäufer blöd ist und Ihnen nicht sagt, dass Sie Wertersatz leisten müssen, dann kann es auch passieren, dass Ihr Freund das umstößt, dann haben Sie trotzdem Glück und kriegen den zurückgeschickt, kriegen Ihr Geld zurück und müssen nichts leisten. Ja? Also, der wesentliche Unterschied zum Rücktrittsrecht ist, im Rücktrittsrecht haben Sie nach 346 Absatz 2 eigentlich immer Wertersatz zu leisten. Im Widerrufsrecht haben Sie nur dann Wertersatz zu leisten, wenn die Sache weniger wert geworden ist durch einen Umgang, der zur Prüfung nicht erforderlich war. Und zur Prüfung erforderlich ist insbesondere die Inbetriebnahme, das heißt, Sie müssen gucken können, ob es funktioniert. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Ja, diese furchtbare Norm haben wir uns schon angeguckt, 357 Absatz 8. Da gab es letztlich schon noch eine Frage, da steht nämlich, widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen und Ähnliches. Wichtig, wenn das Gesetz in 355 folgende oder in 312 folgende das Wort Dienstleistungen verwendet, meint Dienstleistungen nicht Dienstverträge, sondern Dienstleistungen meint den Begriff Tätigkeiten. Das heißt, Dienstleistungen hier können sein Werkverträge, Geschäftsbesorgungsverträge, alle möglichen Sachen. Es muss nicht ein Dienstvertrag sein. Dienstleistungen können immer dann vorkommen, wenn es um Tätigkeiten geht. Ja, habe ich für Sie nochmal auf dieser tollen Folie zusammengefasst. 14-Tage-Frist, Leistungsverweigerungsrecht, Rücksendung oder Abholung, habe ich aber eben Ihnen am Gesetz gezeigt. Interessanterweise ist es umstritten, ob neben 357 Absatz 7 auch ein Schadensanspruch bestehen kann. Warum ist das umstritten, fragen Sie sich. Das ist ganz interessant, weil wir haben eben ganz am Anfang gesehen, den Paragraphen 361, der sagt, der Verbraucher hat keine weiteren Pflichten. Und Schadensersatz steht nicht drin in 355 folgende. Also sagen viele Leute, dann gibt es auch keinen Schadensersatz. Wenn Sie die Sache also kaputt machen und keinen Fall des Wertersatzes haben, sind Sie fein raus. Wenn also der Regen auf den Beamer trifft, ist das nicht auf einer nicht bestimmungsgemäßen Benutzung, sondern einfach Zufall, dann müssen Sie keinen Wertersatz leisten und keinen Schadensersatz leisten und sind fein raus, kriegen Ihr Geld zurück und schicken kaputten Beamer zurück. Die Gegenansicht sagt, nein, der Gesetzgeber hat das nur übersehen, natürlich gibt es immer Schadensersatz. Auch hier wieder, Sie können beide Ansichten vertreten, denn die Entscheidung obliegt nicht mir oder irgendeinem anderen Professor oder dem BGH, sondern das kann nur der EuGH endgültig entscheiden. Und bis der EuGH das entschieden hat, ist jede Ansicht perfekt vertretbar. Wann der EuGH es entscheiden wird, kann ich Ihnen sagen, in 10 Jahren ungefähr. Bis dahin haben Sie 2 Examina. Ja, einen letzten Paragraphen müssen wir uns noch angucken, Paragraph 360. Quasi eine 360-Grad-Wendung in unserer Vorlesung hier. Ein zusammenhängender Vertrag. Wir haben hier den Radfahrer R und R bestellt im Internet ein XS 2000 für 2500 Euro. Dann klickt er darauf, Fahrrad nehmen, und daraufhin kommt direkt im Warenkorb, ja, Sie wollen doch eine rundum sorglos Fahrradversicherung,
für 20 Euro pro Jahr. Und dann kauft er das und er zahlt dann nicht etwa 2.500, sondern er zahlt 2.520, kommt stolz zu seinen Freunden und sagt, guck mal, dass ich ein cooles Rad habe. Und die sagen, oh nee, so ein Gammelrad, boah, du bist ein Assi. So ein Prollo-Rad kann ja jeder kaufen. Und daraufhin ist er ganz traurig und möchte ganz schnell vom Vertrag zurücktreten. Und das tut er auch, relativ unproblematisch. Aber er fragt sich, kriege ich auch die 20 Euro für die Versicherung zurück? Und diese Frage, kriegt er auch 20 Euro für die Versicherung zurück, versucht 360 BGB zu regeln. Gucken Sie mal in 360 BGB. Ja, Absatz 1, Satz 1 sagt genau dasselbe wie 355 Absatz 1, Satz 1, das kriegen wir gerade noch hin. Der sagt nämlich, der muss nicht mehr zahlen, wenn er auch nicht gezahlt hat. Das nützt uns aber hier nichts, weil die 20 Euro schon bezahlt hat. Das heißt, das Geld ist schon weg. Das heißt, dieser Satz nützt uns nichts. Wenn uns der erste Satz nichts hilft, gucken wir einen Satz weiter. Und der nächste Satz sagt uns, auf die Rückabwicklung ist 358 Absatz 4 Satz 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. Das heißt, wir müssen uns jetzt, um die Verwirrung zu vervollständigen, 358 BGB angucken. Was sagt denn unser 358? Miet. Was haben wir denn gehabt? 4. Und der sagt uns, wenn Sie es hier lesen, auf die Rückabwicklung sind unabhängig von der Vertriebsform 355 Absatz 3 und 357b anzuwenden. Das bedeutet, über diesen tollen Umweg kommen wir dann wieder zu 355 Absatz 3 und 357, der sagt, er muss die Gegenleistung zurückzahlen. Und da ist dann wiederum die Folge, er kriegt seine 20 Euro zurück, aber nicht von V, sondern von der Versicherung, um die Verwirrung zu steigern. Ja? Sie sehen also, Sie haben dann den Widerruf erklärt gegenüber dem Verkäufer, kriegen aber das Geld zurück von der Versicherung, um Sie zu verwirren. So, damit haben wir dieses Kapitel erledigt und die ersten gehen schon nach Hause. Wir kommen jetzt zum spannenden Kapitel der Gläubiger. Der Gläubiger, das hat nichts mit die Gläubigen oder was mit Religion zu tun, sondern der Gläubiger ist derjenige, der etwas verlangen kann von einem Schuldner. Gläubiger ist mal in Bezug auf eine Leistungspflicht, der Schuldner schuldet dem Gläubiger die Erbringung der Leistung. Ein Fehler, den ich immer wieder lese und höre, beim Kaufvertrag ist der Käufer der Gläubiger, der Käufer ist Gläubiger der einen Leistung, der Verkäufer ist Gläubiger der anderen Leistung. Der Verkäufer ist Gläubiger und Schuldner in einer Person, der Käufer ist auch Gläubiger und Schuldner in einer Person. Das heißt, jeder ist gleichzeitig Gläubiger und Schuldner, weil das ein gegenseitiger Vertrag ist. Jeder hat Pflichten, jeder hat Rechte. Das ist relativ einfach. Spannend wird das aber,
weil es kann auch mehr als einen Gläubiger geben. Ja, es kann mehr als einen geben. Und der einfachste Fall sind Teilgläubiger. Teilgläubiger heißen deshalb Teilgläubiger, weil jeder seinen Teil kriegt. Geregelt das Ganze in § 420 BGB. Wenn Sie also zum Beispiel sagen, ich verkaufe Heizöl an die Bewohner der A-Straße und die kaufen insgesamt 1000 Liter, davon gehen 205 Liter an das Haus mit der Nummer 1, 300 Liter an das Haus mit der Nummer 2, 150 Liter an das Haus mit der Nummer 3 und der Rest an das Haus mit der Nummer 4, dann können Sie nicht das ganze Öl bei Haus Nummer 1 abgeben, sondern Sie müssen jedem Haus die Menge Öl geben, die es haben will. Hier in unserem Fall haben wir eine Geldschuld und die Geldschuld beträgt insgesamt 450 Euro und die Aufgabe des S wie Schuldners ist es jetzt, dem Gläubiger 1 100 Euro davon zu geben, dem Gläubiger 2 50 Euro und dem Gläubiger 3 300 Euro. Wenn Gläubiger 1 sein Geld nicht bekommt, kann er auch nur auf 50 Euro klagen. Er kann nicht auf das Geld klagen, was an Gläubiger 2 und Gläubiger 3 geht. Ja? Einfaches Verfahren? Ja. Teilgläubigerschaft ist extrem selten. Weil bei Teilgläubigerschaft hat der arme Schuldner das Problem, zu wissen, an wen er wie viel leisten muss. Wenn er sich vertut, wird er nicht befreit, weil er an den Falschen geleistet hat. Die Gläubiger können sich freuen, weil die kriegen auf jeden Fall ihren Anteil und die müssen miteinander nicht viel zu tun haben. Der andere Extremfall nennt sich Gesamtgläubigerschaft, ist geregelt in 428 BGB. Wie funktioniert das? Der Schuldner kann an jeden der drei Gläubiger den kompletten Betrag zahlen. Er kann also an G1 450 Euro zahlen oder an G2 450 Euro zahlen oder an G3 450 Euro zahlen. Er kann das Geld auch beliebig aufteilen. Er kann an jeden den gleichen Betrag zahlen. Dass das Geld dann aufgeteilt wird, müssen die untereinander abmachen. Das heißt, der Gläubiger 1 muss dann gucken, dass er von den 450 Euro, die er bekommen hat, 300 Euro an Gläubiger 3 abgibt und 50 Euro an Gläubiger 2. Das ist aber das Problem der Gläubiger untereinander. Der Schuldner ist raus, sobald er einmal den kompletten Betrag an irgendjemanden von denen gezahlt hat. Das ist genau das Spiegelbild zu dem, was wir eben hatten. Die Pfeile sollen bedeuten, der Gläubiger 3 hat einen Anspruch gegen Gläubiger 1 auf Zahlung von 300 Euro. Und der Gläubiger 2 hat einen Anspruch gegen Gläubiger 1 auf Zahlung von 50 Euro. Das heißt also, ein Anspruch gegen, er hätte gerne von dem. Ja? Ja, das ist eine durchgezogene Linie und da sind es gestrichelte Linien. Ha! Das ist künstlerisch wertvoll. Also nochmal, der Unterschied ist hier, hier muss der Schuldner genau jedem das Richtige geben. Wenn er einem das Falsche gibt, hat der Schuldner Pech gehabt. Hier ist es dem Schuldner völlig egal, wem er wie viel gibt, er muss nur in der Summe das Richtige leisten. Das kommt also nur auf die Gesamtheit an. Und alles andere machen die untereinander aus. Bemerkenswerterweise ist auch das in der Praxis total selten der Fall, weil man meistens sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen will. Vor allen Dingen stellen Sie sich vor, der G1 ist unzuverlässig, nimmt die 450 Euro und setzt sich ab nach Palma de Mallorca. Und Sie finden ihn nie mehr wieder, taucht auf dem Ballermann unter. Ja, dann haben Sie ein Problem, Sie kriegen das Geld von dem nicht mehr. Deshalb ist Gesamtgläubigerschaft extrem selten. Die Folge der Gesamtgläubigerschaft ist, theoretisch kann auch jeder der Gläubiger auf den kompletten Betrag klagen, weil es wird alles immer nur im Innenverhältnis ausgemacht. Der Regelfall, den wir haben, ist Mitgläubigerschaft.
Das sieht jetzt ganz toll aus, wie so ein Krönchen. Das soll Ihnen sagen, der Schuldner, hier unser S, ja, zahlt an alle Gläubiger zusammen. Er zahlt nicht an einen und er zahlt auch nicht an jeden seinen Teil, sondern er muss die alle zusammentrommeln und gibt denen insgesamt das Geld und sagt, jetzt schlagt euch drum. Dann gibt es keinen, der das Geld alleine in der Hand hat, sondern es haben immer alle zusammen das Geld. Damit hat auch keiner einen Vorteil und kann sich irgendwo absetzen. Wenn jemand klagen will, darf er das, aber nicht auf Zahlung an sich selber, sondern auf Zahlung an alle zusammen. Das heißt, es kriegen immer nur alle zusammen das Geld. Wie so siamesische Zwillinge, die kleben alle aneinander und nur zusammen sind sie stark. Ja? Also klar die drei Fälle, Teilgläubiger, jeder kriegt seinen Teil, Gesamtgläubiger, einer kriegt die gesamte Summe und Mitgläubiger, alle kriegen alles miteinander. Ja? Teil, mit, gesamt. Merken Sie sich diese Ausdrücke. Die müssen Sie beherrschen. Das ist wichtig. Teil, mit, gesamt. Das sagen Sie also einfach. Wetten wir, die Hälfte weiß es morgen nicht mehr. Das war der erste Schlag. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir haben jetzt gelernt, es kann mehrere Gläubiger geben. Der Gläubiger kann aber auch ausgetauscht werden. Sie haben ursprünglich den lieben Opa O als Gläubiger. Und der liebe Opa O sorgt dafür, dass er nicht mehr ihr Gläubiger ist, weil er sich nicht traut, sie irgendwie zu verklagen, sondern tritt seine Forderung gegen sie an den Gangster G ab. Und Gangster G kommt zu Ihnen und sagt, morgen Geld, sonst Kopf ab. Und dann sind Sie viel zahlungswilliger als bei dem netten Opa O. Das BGB sagt, das ist problemlos möglich. Der Gläubiger kann jederzeit wechseln. Das BGB hat dazu Regelungen zum Thema Abtretung. Geregelt in 398 folgende BGB. Das BGB hat einen einzigen Paragraphen zum gesetzlichen Forderungsübergang, der sagt nämlich, wenn eine Forderung automatisch Kraft Gesetzes übergeht, ist das genauso wie eine Abtretung. Die Abtretung erfolgt durch Vertrag, der automatische Forderungsübergang erfolgt halt automatisch. Sie können auch einen ganzen Vertrag übernehmen. Wenn Sie zum Beispiel in eine WG eintreten, ja, eine Wohngemeinschaft, dann treten Sie in den Vertrag ein und übernehmen quasi die Position von einem Vormieter. Sie übernehmen dessen Position mit allen Rechten und Pflichten. Möglicherweise, wenn er die Wohnung demoliert hat, müssen Sie die Reparaturen leisten, obwohl er den Mist gebaut hat oder Sie. Es gibt im BGB eine Reihe von Normen, die einen Anspruch auf Abtretung begründen. Eine Norm haben wir schon kennengelernt, nämlich 285. Sie erinnern sich düster, das stellvertretende Kommodum, wenn Sie einen Ersatzanspruch erlangt haben, haben Sie als Gläubiger einen Anspruch auf Abtretung dieses Ersatzanspruchs gegen den Schuldner der unmöglichen Leistung. Abtretung müssen Sie sich so vorstellen. Ich habe das toll aufgemalt. Zuerst mal haben wir AG, das ist der alte Gläubiger. Der alte Gläubiger hat einen Kaufvertrag mit einer grauen Eminenz abgeschlossen und hat deshalb einen Anspruch aus 433 Absatz 2. Und jetzt kann der alte Gläubiger einen Abtretungsvertrag schließen nach 398 und dieser Abtretungsvertrag bewirkt, dass diese Forderung gegen den grauen Mann auf den neuen Gläubiger übergeht. Der Schuldner wird nicht gefragt und er erfährt das vielleicht noch nicht mal. Ich kann das machen, ohne dem Schuldner da oben rechts irgendwas mitzuteilen. Die Abtretung ist genauso wie die Übereignung eine Verfügung. Das heißt, sie ist ein Rechtsgeschäft, dem ein Rechtsgrund zugrunde liegt. Sie können Forderungen kaufen. Wenn Sie in Kasseunternehmen sind, kaufen Sie Kaufpreisforderungen. Ja, Sie zahlen also für die Kaufpreisforderung Geld und kriegen dafür eine Abtretung.
Wenn der Kaufvertrag unwirksam ist, ist die Abtretung wirksam. Grundsätzlich. Das haben Sie im ersten Semester gelernt. Das Verfügungsgeschäft ist unabhängig vom Verpflichtungsgeschäft. Hoffe ich, dass Sie es gelernt haben. Sie können die Abtretung verhindern. Wenn Sie also Angst haben, dass der liebe Opa O ausgetauscht wird durch den Gangster G, können Sie in den Kaufvertrag oder in den Mietvertrag reinschreiben, die Abtretung der Kaufpreisforderung ist verboten. Und dann ist die Abtretung nicht möglich. Das haben Sie als Recht im Vertrag. Wenn Sie es nicht machen, sind Sie selber geschuldet. Die Abtretung braucht keine Form, die kann mündlich, schriftlich, konkludent, notariell beurkundet, wie auch immer erfolgen. Und für die Abtretung gibt es auch keine Urkunden, das heißt, es gibt keine Rechtsscheinsträger. Allerdings, wenn Sie mal in § 405 gucken, ist das eine ganz miese Norm, die nämlich sagt, wenn Sie ein Scheingeschäft abschließen, ja, Sie erinnern sich düster, das sind so Verträge, wo Sie sagen, das nehmen wir gar nicht ernst, wir wollen gar nicht zahlen, und das in einer notariellen oder schriftlichen Urkunde niederlegen. Sie schreiben also, ich verkaufe A, mein Haus für 100 Euro, dann kann der andere, wenn er so eine Urkunde vorgelegt kriegt, davon ausgehen, dass das Geschäft ernst gemeint ist. Und dann erwirbt er einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung oder auf Übereignung oder auf sonst was, wenn dieser Vertrag auf Papier oder Ähnlichem vorliegt und unterschrieben ist, beziehungsweise notariell beurkundet. Das heißt, wenn Sie ein solches Dokument haben, können Sie Forderungen abtreten, die es gar nicht gibt. Die entstehen dann, weil er selber schuld ist. Die Abtretung ist sehr, sehr einfach zu prüfen. Die Abtretung erfolgt durch Vertrag. Sie haben einen Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger, zwischen altem Gläubiger und neuem Gläubiger. Sie müssen eine Forderung haben, die Sie abtreten, und Sie dürfen keine Ausnahme haben. Ausnahmen sind die Abtretungsverbote, die wir eben gehört haben, und dann die Pfändungsvorschriften der ZPO. Wenn also jemand pfändungsfreies Einkommen hat, kommen Sie ja nicht dran. Und gesetzliche Verbote, zum Beispiel Ärzte dürfen ihre Forderungen nicht abtreten, so einfach, weil die damit ja Daten über den Patienten preisgeben müssen. Wenn Sie bei einem Spezialisten für Sexualkrankheiten sind und er tritt die Forderung an ein Inkassounternehmen ab, ist das peinlich und deshalb darf der Arzt das nicht abtreten. Schließlich darf natürlich nur der alte Gläubige abtreten. Es darf nicht irgendjemand abtreten, sondern dem muss die Forderung gehören. Letzter Punkt für diese Woche, dann haben Sie kein Schuldrecht mehr, sondern erst Montag wieder. Sie müssen sich jetzt noch zwei Worte merken. Wir haben schon mal zwei Worte lernen müssen, nämlich Haupt- und Gegenforderung. Jetzt kommen noch zwei andere schwierige Worte, nämlich die Worte Zedent und Zessionar. Und die dürfen Sie auf keinen Fall falsch lernen. Und damit Sie sich merken können, gibt es so tolle Sprüche wieder. Sie sehen, das ist super, ne? Der Zedent ist abtretend. Also der die Abtretung vornimmt, ist der Zedent. Ja? Und die Parallelaussage ist, der Zessionar ist der Gläubiger. Ja? Ja, also. Har, har, har. Wir können es aber noch steigern mit diesen Sprüchen. Passen jetzt auf. Der Zedent flennt. Warum flennt er? Weil er keine Forderung mehr hat. Die verliert er ja. Ja? Also nochmal, Zedent ist der, der abtritt, der was verliert, und Zessionar ist der, der was bekommt. Ja, der Zessionar ist der, der es bekommt, der Zedent ist der, der es abgibt. Und das wissen Sie hoffentlich am Montag noch. Am Montag frage ich das ab. Ja, also dann bis Montag.